Rust, baut sich das Spiel mal irgendwann auf? Moment, ich lade mal eben neu. Puh, Glück gehabt. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, die gerade ein Neustart des Spiels hat das nette Grafikproblem jetzt gelöst. Worüber ich froh bin, ja. Ich dachte gerade schon, what the hell ist jetzt los? Aber gut. Ja, wir haben das Grafikproblem gelöst und gehen damit dadurch weiter, wie auch immer. Und ja. Hallo, Motte. Nee, du siehst böse aus. Ich will dich. Geh weg. Was haben wir hier? Ein Kraut. Kraut. Noch ein Kraut. Was soll das Kraut denn darstellen? Ich weiß es nicht. Außerdem habe ich mich ein bisschen informiert über die drei Wege, liebe Leute. Denn die drei Wege kann ich nicht einfach so sagen, so, ich bin jetzt Magier, sondern es kommt aus dem Spielverlauf raus, was man wird. Das heißt, wenn ich was Bestimmtes werden will, muss ich aufpassen, was ich tue. Deswegen habe ich mich. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Ja, habe ich mich etwas informiert. Egal. Es geht weiter erstmal. Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Gern geschehen. So. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. So, damit habt ihr es gerade gehört, liebe Leute. Das waren die drei Möglichkeiten. Schreibt es mir immer noch in den Comments, wie ich euch gesagt habe. Zurzeit steht Magier vorne, also was die Kommentare... Ich glaube, es sind 4 Magier, 2 Kampfmagier und 3 Krieger zurzeit. Also die Stimmenverteilung, ja. Mein Favorit ist auf jeden Fall, naja, egal, lassen wir das. Meinen Favoriten werde ich jetzt nicht dazu zählen. Obwohl, doch, eigentlich schon. Also mein Favorit ist eigentlich auf jeden Fall was Magisches zu lernen. Also wäre damit das Banditenlager ausgeschlossen. Aber ich stehe eigentlich für alles offen. Ja. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder.
Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Gut. Was war das denn gerade? Ein Ei. Ein Ei, wie cool ist das denn? Hansen. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Ach du Gottchen. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst. Aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Okay, irgendwo im Norden, sagt er. Wo ist denn hier Norden? Norden ist genau da. Kann man hier irgendwie schon lang? So von wegen Höhle Norden und so. Wir versuchen einfach mal zu speichern. Und... ach, toll, automatisch... oh, da ist schon über... ups, den habe ich mir fast komplett übersehen. Na komm. Ah, du Arsch. Versuch nicht auf meine Seite zu kommen. Da war übrigens schon wieder ein Erdbeben. So, den ersten hungrigen Wolf haben wir ausgeschaltet. Essen wir mal eben was. Und heben die Ogerwurzel auf. Da ist eine Truhe, die... da bin ich immer nicht zu voreilig, liebe Leute. Weil erstmal muss ich gucken, dass die Wölfe mich hier nicht angreifen. Was haben wir denn hier? Gold, Mana-Trank, Bier, Kräuterstängel. Wirkt entspannend. Sehr interessant, ja. Wir gehen damit... was ist denn hier los? Was ist das? Kleiner Diamant? Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Kleiner Diamant. Was ist das denn? Ach so, schwache magische Heilung. Okay. Kleiner Diamant. Wo ist der denn? Hier ist sonstiges. Da, kleiner Diamant. Oh. Zur Goldschmiede. Goldbrocken, kleiner Diamant. Um was herzustellen? Ringe. Ringe kann man daraus. Okay. Gut zu wissen. So, die Truhe haben wir schon aufgemacht. Dann gucken wir jetzt mal. Es müssten noch 4 Wölfe hier drin sein. Also speichern wir mal eben. Wow, Entschuldigung. Einen sehen wir. Übrigens, liebe Leute, in 1 Stunde fängt das Deutschlandspiel an. Also glaubt nicht, dass ich zu lange spiele jetzt hier. Ach du Scheiße, gleich 2 Wölfe. Oh Gott, das wird schwer. Ja, bitte nur der eine. Oh, natürlich kommen beide. Geile Sache. Ja, oh, damn, das. Jetzt kommt der andere von hinten. Level aufgestiegen, liebe Leute. Aua. Du tust mir weh. Du tust mir verzieh. Verrecke. Ja. Verrecke. Geht doch. 3 von 5 hungrigen Wölfen gekillt. Sehr schön. Alles nehmen. Ja, ich vertränke jetzt meinen ersten Pott. Wollte ich. Ja, ich nehme den ersten Pott jetzt mal hier. Okay, eine Höhle. Höhlen finde ich nie so wirklich toll. Gut, dass das Spiel zu 70% unter der Erde stattfindet. ja. So, hier ist nichts mehr. Die Wölfe sind tot. Jedenfalls 3 von 5 sind tot. Das heißt, ja, da sehen wir noch einen. Und den können wir uns auch gleich mal. Aua. Ah, wieder...
um mich herum wirbelt. Und jetzt kommt ein Erdbeben dazu. Eine geile Sache. So. 4 von 5 hungrigen Wölfen und da kommt der 5. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Verrecke. Nein, 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 nein. Trank, Trank, Trank. Schneller, schneller, schneller. What the fuck ist das? Okay. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, liebe Leute. Oh, ganz knapp. Okay, geschafft. Hui. Questerfolg. Jetzt haben wir schon hier unsere Tränke hier schön losgeworden, teilweise. So, alle Wölfe sind tot. Dann haben wir hier eine... Erstmal speichern. Speichern ist ganz wichtig, liebe Leute. Es ist ganz wichtig. Ihr werdet noch merken, warum. Wir machen die Kiste auf. Und bekommen einen Eisenerzbrocken, Gold und einen Knüppel. Und, ja, Wasser oder was eine Art. Ist mir egal. So, dann gucken wir uns in der Höhle mal ein bisschen um. Wie gesagt, ich will das Spiel relativ ausführlich spielen, Leute. Ja, ist, ob ihr es glaubt oder nicht, ich will es ausführlich spielen.